Stil 066 ist die, nach unserer Meinung, die am besten passendste Motorsäge für das Sägewerk. Andere handelsübliche Motorsägen passen ebenfalls auf das Sägewerk. Wir empfehlen allerdings eine mit mindestens 5 PS. Die Stil 066 ist dank Kompressionsventil richtig leicht zu starten. Sie hat fast 7 PS und Schwerter bis zu 90 cm können verwendet werden. Das Gewicht der 066 beträgt 7,5 Kilo. Die Stil 088 mit einem 120 Kubikzentimeter Zylindervolumen und einem 8,6 PS starken Motor ist eine der größten Motorsägen, die hergestellt werden. Diese empfehlen wir für das Sägen von überdimensioniertem Holz. Jedoch am beliebtesten ist die Elektrosäge Logosol E5000. Die Elektrosäge arbeitet wirtschaftlicher, das Motorgeräusch stört nicht die Umgebung und die Kapazität ist wesentlich höher als bei der Motorsäge. Die Nennleistung beträgt 5 kW. Das heißt, man kann in Wirklichkeit beim Sägen eine deutlich höhere Leistung herausholen. In Faktor bis zu 10 kW. Unser 3-Phasen-Motor gibt nämlich bis 3-mal die Nennleistung an, bevor sie wegen Überlastung stehen bleibt. Wenn der Motor mit größerer Belastung als der Nennleistung arbeitet, steigt die Temperatur in den Wicklungen. Die E5000 ist mit 3 Temperaturwächtern ausgestattet, die den Strom ausschalten, wenn es zu einer erhöhten Motortemperatur kommt. Logosol hat tausende Elektrosägen mit diesem System geliefert und hatte noch nie nennenswerte Ausfälle. Der gleichmäßige Gang der Elektrosäge macht den Verschleiß von Ketten und Kettenrädern geringer als bei der Motorsäge. Für die E5000 gibt es auch einen elektrischen Vorschub. Die Vorschubgeschwindigkeit wird dann von einer Seite des Sägewerkes stufenlos gesteuert. Die Säge bleibt am Ende nach jedem Schnitt automatisch stehen. Eine E5000 ausgerüstet mit diesem Vorschub nimmt auch das gesägte Brett beim Zurücklauf mit. Das erhöht die Tagesproduktion noch ein wenig. Die Bandsäge BS320 erhöht die Kapazität um das Zweifache und die Schnittfuge beträgt nur 2 mm. Der größte Stammdurchmesser, den man sägen kann, ist etwa 35 cm. Das heißt, dass die Bandsäge oft zusammen mit einer Motorsäge betrieben wird. Genau diese Kombination mit einer Motorsäge ermöglicht eine Besonderheit. Bandsägeblätter sind ziemlich empfindlich wegen dem Sand und der Erde, die sich oft in der Rinde des Stammes befinden. Wenn man vorab einen Block mit der Motorsäge schneidet, bleiben die Bänder von der Bandsäge viel länger scharf. Ein Stamm zu einem Block für einen Blockhausbau umzuwandeln, dauert nur 30 Minuten. Die Holzfräse kann auf dem Sägewerk draufbleiben, wenn der Block gesägt wird. Die Standardmesser für Blockhausprofile gibt es in Breiten zwischen 3 und 8 Zoll. Es ist auch möglich, Sondermesser zu bestellen, sodass man genau das Profil erhält, welches man möchte. Man kann 2 fertige Blockhausbohlen pro Stunde produzieren. Die Holzfräse kann auch für das Hobeln oder Profilieren von starken Bohlen benutzt werden, zum Beispiel für Bohlen mit Nut und Feder. Die Holzfräse mit Motorsägenantrieb fordert eine Motorsäge mit mindestens 3,5 PS. Logosol hat ein großes Sortiment von Schienen und Ketten, die zu den üblichen Motorsägen passen. Wir liefern meist am gleichen Tag, wenn wir die Bestellung vor 12 Uhr erhalten. Logosol gewährt 2 Jahre Garantie auf alle Produkte. Nach der Garantiezeit ermöglichen wir Reparaturen zum Selbstkostenpreis.